Es hört sich vielleicht blöd an, weil ich wirklich, ich kann nur sagen, ich hatte noch nie solch eine Todesangst. Ich habe wirklich gedacht, es ist gleich vorbei. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sitzen gerade beim Frühstück und das ist schon wieder richtig cool geworden hier. Viel aufgetischt und Wir jetzt. haben sogar Sojamilch bekommen Ja, diesmal. das ist richtig cool. Haben sie gestern noch gefragt, ob wir die denn trinken können, weil normale Milch ja bei uns nicht geht. Und ja, so sieht's aus. Wir frühstücken jetzt erstmal und jetzt eben waren wir schon wieder beim Morning Drive, deswegen sehen wir vielleicht schon wieder so ein bisschen kaputt aus. Aber das war richtig, richtig genial. Aber das erzählen wir euch gleich. Jetzt wird erstmal gegessen. Schaut mal da unten, da läuft auch wieder ein Babun. Und die haben sogar größere Zähne als der Löwe. So, wir wollten euch mal kurz von unserem Morning Drive erzählen. Der war nämlich richtig cool gewesen, hatten einige Highlights dabei. Und hier angefangen hat es als erstes mit einem riesengroßen Krokodil. Weiter ging es dann noch spektakulärer mit zwei jungen kämpfenden Giraffen. Und das Wahnsinnige dabei war, man hat sogar deren Knochen ja nicht knacken gehört, aber die sind halt so mit ihren Schädeln aneinander gescheppert an die Hälse. Und man hat das halt richtig laut gehört. Das war echt total der Wahnsinn. Und die haben halt um das Weibchen gebullt. Genau, um die Gunst der zwei Weibchen, die daneben standen. Dann durften wir wieder direkt zwei Nashörner beobachten. Die kreuzten nämlich direkt vor uns die Straße und waren ja auch wieder richtig nah an uns dran. Oh ja. Paar Minuten später stießen wir auf eine riesige Elefantenherde und das war auch schon wieder total stark, weil die nahmen den halben Wald auseinander. Ja, Die rissen richtig Bäume krass. aus dem Boden und große Äste. Und das ist auch total interessant. Manche Elefanten, die reißen die Äste ab, um die Blätter zu fressen. Von manchen Bäumen fressen sie nur die Rinde und von manchen Bäumen fressen sie sogar dann nicht nur Rinde und Blätter, sondern sogar den Baumstamm an sich, also die kleinen Äste. Und so kriegen die alle Nährstoffe, die sie wohl benötigen. Und das Witzige ist auch, was wir auch nicht wussten, die schlackern ja immer mit den Ohren, die Elefanten. Und wir haben ja gedacht, das wäre so eine Drohgebärde, um zu sagen, hey, stopp nicht näher. Aber das ist deswegen, weil die ihr Blut darin kühlen und somit. Oh, es fängt an zu gewittern gerade draußen. Und ja, ihr Blut damit kühlen und das zirkuliert dann weiter und ja, so läuft das bei denen. Wir haben immer gesagt, es wäre eine Drohgebärde. Super Ja. Information. Ja, ein weiteres Highlight waren dann kleine Gnu-Babys und die haben erstmal ein beiges Fell, bevor sie dann nachher wie ihre Eltern aussehen. Ja, wieder kurze Zeit später, das nächste Highlight. Wir haben schon wieder Rhinos gesehen, aber diesmal keine großen Nashörner, sondern nur ein großes Nashorn mit Baby. Das war auch wieder ganz cool zu sehen. Die Kleinen, die sind immer so süß, weil. Ja, im Moment ist Ja. sowieso die Zeit der Babys hier. Ja, Alle, das fast Wahnsinn. alle Tiere haben Babys. Ja. Das ist echt cool anzusehen. Genau, das liegt wohl daran, dass im Moment viel Regen runterkommt oder zuletzt viel Regen runterkam. Und ja, jetzt ist das ganze Land fruchtbar und die Tiere finden genug zu fressen, können dadurch ja auch genug Milch produzieren, um ihre Babys zu säugen. Danach kam man an einem See vorbei und da waren direkt vier große Hippos drinne. Und ja, ein Hippo war schon die ganze Zeit in dem See gewesen und drei hatten einen total langen Weg innerhalb von einer Nacht zurückgelegt, um zu diesem See zu kommen. Ja, und eine richtig krasse Info zu den Hippos bzw. zu den Nilpferden ist, kein Tier tötet hier mehr Menschen als das Nilpferd in Afrika. Das Ja. ist Wahnsinn, nicht mal der Löwe oder ähnliches, das ist echt Wahnsinn. Sie sind halt sehr aggressiv. Ja, zwischendurch plötzlich ein Schock, denn wir fuhren über die Straße, bogen nach rechts ab und plötzlich steht mitten auf der Straße ein riesengroßer oder riesig großer Elefantenbulle und kam genau auf uns zu. Dann Ja. mussten wir erstmal ein Stückchen zurückfahren an so eine Kreuzung, sie blieben ganz still und ja, dann mussten wir halt gucken, geht er jetzt links vorbei, rechts vorbei. Ja, kam zum Glück nicht zu nah, aber das war schon imposant, den zu sehen, Auf der war jeden so Fall. riesig. Der war auch total nah Ja. dann. Das größte Highlight kam dann auf jeden Fall zum Schluss. Sowas hatten wir halt bis jetzt noch nie gesehen. Und zwar waren das vier Geparden, eine Mutter mit ihren drei Kindern. Die waren ungefähr 9 Monate bis ein Jahr alt.
Und ja, das war aber nicht das einzige Highlight, sondern. Sie hatten einen Kill. Also sie haben ein junges Zebra gerissen, wirklich kleines scheinbar noch, und haben sich alle draufgestürzt und lagen da, waren Ja. das wirklich am Zerfleischen. Man hat richtig die Geräusche gehört, wie die Sehnen ja, zerrissen werden und das Fleisch auseinandergefetzt wird. Ja, das war schon einerseits komisch, andererseits imposant, weil sowas sieht man halt eigentlich nicht alle Tage. Und ja, es ist halt die Natur. Was auf jeden Fall sehr interessant war, unser Ranger hat uns auch erzählt, dass sie versuchen, sehr schnell zu fressen, weil der Geruch halt von dem gerissenen Tier zieht viele andere Jäger auch an, wie zum Beispiel Löwen oder was war's noch? Leoparden Leoparden, oder Hyänen, und die Hyänen. machen dann den Kill streitig, die wollen dann da Ja. dran, und da die Geparden nicht wirklich starke Tiere sind, verteidigen die das nicht groß und würden dann weiterziehen. Ja. Also fressen sie A ganz schnell und B versuchen sie den Magen nicht anzutasten, also fressen wirklich nur drumherum, dass der komplett bleibt, weil im Moment, wo der Magen aufgeht, kommen halt Gase und ähnliches heraus, was sehr, sehr weit wohl strömt, dass andere Tiere das riechen können. Ja, und dann kommen ganz schnell andere Tiere ran, die dann streitig machen wollen den Kill. Ja. Genau, und die Geparden greifen halt keine Tiere an, die zurückkämpfen sozusagen, die sich verteidigen. Also irgendwelche Böcke greifen sie nicht an und alles, Ja. was kleiner ist, wird halt nur ja, gekillt sozusagen. Und Genau. so ist es halt dann auch, dass die Zebras sich nicht verteidigen oder zum Beispiel die Babys nicht verteidigen, die achten halt nur auf ihr eigenes Ja, Leben. jeder Die für laufen sich. dann halt um ihr eigenes Leben. Ja. Und so musste leider das kleine arme Zebra dran Ja, was glauben. aber auf jeden Fall auch eine interessante Info war, ein Warzenschwein zum Beispiel ist kleiner, wird aber auch nicht angegriffen, weil es sich halt mit den Stoßzähnen oder den Hauern hier auch verteidigen kann. Und ein Pavian wird auch nicht angegriffen, weil der Pavian hat einen größeren Zahn, haben wir glaube ich jetzt eben schon mal erzählt, oder? Genau. Hat größere Zähne als ein Löwe, und der Ja. Pavian würde den Geparden töten, also ein ausgewachsener zum Beispiel. Ja. Deswegen kommen die sich auch nicht ins Gehege. Ist voll krass, also der Ranger heute, der hatte echt Ja. super Infos, muss man schon sagen. Und ja, allgemein, wir haben noch viele, viele weitere Tiere gesehen, die wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten, deswegen kommen sie jetzt hier. Welches Tier wir jetzt heute gar nicht gesehen haben, ist halt die Hyäne. Dazu haben wir auch richtig viele Infos bekommen. Und zwar ist die wohl ziemlich gefährlich und sie greift viele Tiere oder fast jedes Tier Ja. an, ne? Und interessant ist sogar, sie wird auch uns Menschen angreifen. Wenn wir Ja. uns jetzt auf dem Boden hocken, sind wir kleiner als die Hyäne, weil die Hyäne greift nur die Tiere an, die kleiner sind als sie. Oder wenn wir zum Beispiel liegend auf dem Boden, also auf dem Boden liegen würden und schlafen würden, würde die Hyäne uns auch angreifen, weil sie denken wir wären tot. Richtig übel ist dann, sie wird dann zum Beispiel ins Bein beißen oder in den Oberschenkel. Und wenn wir aufwachen würden, wird sie nicht loslassen, sondern wird einfach das Bein durchbeißen und abknacken. Also es ist wirklich so, sie kann mit einem Bissen Ja. Oberschenkel durchbeißen. Und auch der Biss ist stärker als vom Löwen.
Das ist richtig übel. Ja. Und Zur Not greifen die, glaube ich, auch die Löwen an, ne? ja, ich glaube sogar die Löwen und zur größten Not, wenn sie hungrig sind oder irgendwie in eine andere Hyänengegend sind und die sich nicht abkönnen, dann fressen Hyänen sogar Hyänen. Das ist echt übel. Und wir hatten, glaube ich, kein Glück hier, weil die Schakale haben hier, glaube ich, mal eine Krankheit eingeschleppt, eine Hundekrankheit. Die ist auf die Hyänen übergegangen und da sind die fast alle gestorben. Deswegen gibt es wohl nicht so viele hier im Moment. Ja, aber das ist unsere Hyänen-Story. Ja, ich hätte Mega gerne krass. welche gesehen, aber es ist leider nicht passiert. Aber vielleicht auch besser Ja, hast ja nicht auf dem Boden gelegen. so. Nee, das nicht, ich habe im Busch gepinkelt. Ja, so sieht's aus. Das war unser Tag heute, der Morning Drive. Richtig cool auf jeden Fall. Und jetzt gleich ziehen wir weiter. Tja, oftmals auf unserer Weltreise, wenn wir weiterziehen und einen Ort verlassen, regnet es ja. So ist es heute auch wieder. Wobei wir gar nicht weit müssen, denn wir bleiben hier in dem wellgewonnenen Game Reserve. Und wir wechseln von einer hier Rare Earth Retreats Unterkunft von der Ekotoleni Lodge zur Tschwene Lodge. Und da freuen wir uns auch schon extrem drauf, denn die ist nur ein paar Minuten entfernt. Und was hier auf jeden Fall richtig cool ist an dem Game Reserve, das ist malariafrei. Im Krügerpark, da herrscht ja Malaria, da kann man sich halt Malaria einfangen und hier nicht. Das ist ganz witzig. Also wer da zu große Angst hat, dem können wir das hier doppelt empfehlen. Und bis jetzt haben wir im Vergleich zum Krüger hier auch nur sehr Gutes gehört. Und das ist halt alles auch relativ privat und nicht so, ja, massentourismusmäßig wie im Krüger. Aber trotzdem, wir freuen uns auch auf den Krüger und gucken die Tage dann selber mal, wie es da ist. Aber jetzt legen wir uns wohl noch ein paar Minuten aufs Bett und warten mal, ob das der Regen aufhört, weil wir haben leider keinen Schirm. Wie ihr im Hintergrund sehen könnt, sind wir jetzt in der neuen Lodge angekommen. Ist auch richtig, richtig schön. Nee, nur ist das Wetter leider nicht so toll, deswegen nehmen wir euch morgen lieber mit und hoffen, dass das Wetter dann besser ist. Genau. Tja, da sind wir doch nochmal. Das war heute doch nochmal richtig krass geworden. Eigentlich haben wir gedacht, es passiert ja nicht mehr viel und es war auch stark am Regnen. Und wir haben ein paar schöne Zebras gesehen. Viele, viele kleine Tiere gesehen, dann noch eine Gruppe Elefanten. Und ja, dann wurde es langsam dunkel. Wir haben unseren Sundowner eingenommen, am Sonnenuntergang angeschaut. Dann ging es eigentlich Richtung Lodge zurück und dann passierte das. Is it a big rock on the other side? No, it's not. You can just go straight back. Ah, okay. Now I'm just gonna stop here until he gives us the road. Yeah, but otherwise you can just go straight back. Voll krass, wir fahren gerade im Dunkeln durch die Kurve und da steht mittendrin ein riesengroßer Elefant. Und der kam schon so auf uns zu. Ja, und dann wollten wir gerade zurückfahren und fahren rückwärts gegen voll den dicken Stein. Und wir kamen nicht hier weg und zum Glück hat er aufgehört. Ich rede gerade auch ganz leise. Oh shit. Oh fuck. You just go straight.
Just gonna stop here. He's gonna give us the road. Okay. I was bringing him this side so that he can see the path here. Okay. He doesn't feel intimidated. Yes. Oh fuck. So Hölle. Das war unglaublich krass. Das Ganze ging ungefähr bestimmt 5 Minuten lang. Wir haben halt echt nicht alles gefilmt. Das kann man sich nicht vorstellen. Nee, also ich hatte auch ehrlich gesagt noch nie solche Angst in meinem Leben wie da. Also, ich hatte auch noch nie den Kackstift so in der Hose. Ich hatte richtige Todesangst. Also wirklich, ich habe gedacht, der steigt uns gleich aufs Auto und dann war es das. Oder gegen das Auto oder schmeißt es um oder sonst was. Ich habe einfach nur da gesessen, ich habe gezittert, ich habe geatmet und ich habe die Frau hinter mir atmen hören, die auch total Angst hatte, weil wir waren mit noch einem Pärchen dann auf Safari gewesen. Das kann man sich einfach nicht vorstellen, was das für Momente waren, weil das war... Ich weiß, das kann man gar nicht beschreiben. Wirklich, es hört sich vielleicht blöd an, aber ich kann nur sagen, ich hatte noch nie solch eine Todesangst. Ich habe wirklich gedacht, es ist gleich vorbei, weil der auch so auf uns zukam und ich krieg jetzt schon wieder Herzrasen, weil ich war auch danach total geschockt irgendwie. Aber es ist alles gut gegangen zum Glück und das war echt, im Moment haben wir echt noch nie erlebt, also auch das Haitauchen bei Weitem. Noch nie was ich echt noch nie Ähnliches so gefühlt. Erlebt, wo ich solch eine Angst hatte. Ja. Es ist krass, also wir sind jetzt wieder, also wir haben lecker gegessen eben. Es gibt wirklich wieder sehr gutes Essen, schön am Kamin. Und aber ein bisschen geschockt sind wir dennoch, immer noch. Das ist einfach so ohne Worte. Und ja, aber es ist alles gut gegangen, ne? Oh ja, ich lege mich jetzt noch in die warme Badewanne. Es ist auch ziemlich kühl, weil das Wetter so schlecht ist. Einfach jetzt ein paar Minuten ausruhen. Morgen früh überspringen wir auch den Morning Drive. Den machen wir jetzt nicht, wir schlafen uns mal aus. Joa. Jetzt erstmal klarkommen. Es war. Also, es sieht auf Video garantiert nicht so schlimm aus, wie es war. Das war echt richtig heftig. Jo, in dem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns immer noch heile von hier und das bleibt auch hoffentlich weiterhin so. Jo, hinterlasst mal einen Kommentar, was ihr dazu sagt. Das war einfach richtig krass. Also, anders kann man es nicht sagen. Richtig, richtig krass in unseren Worten. Ja, macht es gut, in diesem Sinne, ne? Macht's gut. Schlaf gut. Bis morgen. Und danke, ciao, dass ihr wieder dabei wart. Ja. Tschüss. Ciao. Tschüss, dieses Nerven werden wieder auf die Probe gestellt. Wir machen hier gerade wieder eine kleine Pause mit Essen und Getränken. Und man sieht es jetzt gerade nicht. Da hinten läuft ein Elefant.